Erst hat er Abi gemacht und Fußball hat er schon immer gespielt. Und jetzt ist er in der U23 des FC St. Pauli. Mein Gast heute, Cemal Sezer. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, was macht man denn als Profifußballer außer Fußball spielen? Ja, seine Zeit gut nutzen, professionell leben natürlich, ne? Also klar gehören die Trainingseinheiten sind darum, worum es sich dreht. Aber das Leben dazu ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man früh aufsteht, sich gut ernährt, sich gut regeneriert, das alles so im Überblick behält und eigentlich seinen Körper durchgehend pflegt. Okay, also da gehört echt viel, viel, viel mehr zu, als nur auf dem Platz zu stehen. Und ist jetzt gerade für dich ein Vollzeitjob, ne? Genau. Klar ist es jetzt nicht wie morgens ins Büro und abends zurück nach Hause. Wie ich gesagt habe, die ganze Vorbereitung und in den 2 Stunden, die man dann vielleicht auf dem Platz steht, merkt man dann doch schon, dass es an die Substanz geht und dass man dann auch schnell müde ist. Warum bist du denn so begeistert vom Fußballspielen? Das ist von klein auf. Klar wurde ich da von meinen Eltern so in die Richtung gelenkt. Fußball war schon immer so meins, also ich kann mich gar nicht an keinen Tag erinnern, wo ich irgendwie den Fußball nicht so im Leben hatte. Ne? Du hast Abi gemacht, also das heißt, du bist zur Schule gegangen und hast alle Prüfungen erfolgreich gemacht und trotzdem parallel immer Fußball gespielt. War das schwierig, das irgendwie zu kombinieren? Klar, hat man mal hier und da auch schon früher mal weniger für die Schule gemacht und man ist direkt zum Training und hat sich eigentlich darauf gefreut, dass man wieder Training hat nachmittags. In meiner Abi-Phase, als es dann so heiß wurde, habe ich es dann doch schon gemerkt, weil ich musste sehr viel lernen für die anstehenden Prüfungen und ich hatte teilweise jeden Tag Training. Da kam dann die Schule vielleicht auch mal ein bisschen zu kurz, aber ich habe es am Ende geschafft. Bin auch stolz darauf, weil ich weiß, dass ich 2 Dinge gleichzeitig gemacht habe. Warum ist dir das wichtig gewesen? Weil Fußball ja nicht alles ist, ne, im Leben. Und ich weiß ja, dass ich maximal, sagt man ja immer so, bis 35, 36, wenn es gut läuft, wenn man verletzungsfrei bleibt, kann man bis zu dem Alter wirklich auf einem guten Niveau spielen und auch davon leben. Aber danach ist man ja nicht im Rentenalter, sage ich mal. Und man muss ja sehen, was man dann danach noch macht. Und ich glaube, im Abi ist man gut aufgestellt. Du hast dich für ein Studium eingeschrieben und auch angefangen? Oder welches Studium ist das? Genau, also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen in Lübeck an der Fachhochschule 3 Semester lang studiert. Habe das Ganze jetzt unterbrochen, weil ich ja, die Karte komplett auf Fußball setze. Ich habe einfach gemerkt, dass ich jetzt einmal meinen Plan A durchsetzen möchte. Das ist einfach der Fußball, ne? Und du hast ja eine Riesenchance bekommen, also dass du jetzt gefördert wirst und das als Job ausüben darfst, das ist ja auch genial. Trotzdem sagst du, Fußball ist nicht alles. Also dir ist bewusst, dass wenn es nicht klappt, dass du noch was anderes machen möchtest. Und was begeistert dich dann? Also wäre das noch das Studium? Definitiv. Also ich würde dann an meinem Studium ansetzen und dann auch in der Richtung Wirtschaft bleiben. Wie ist das denn, wenn du Leute fragst, so um dich herum, deine Eltern, was wollten die dann, was du machst? Also haben die dich jetzt auch bis zum Profifußballer-Dasein unterstützt? Definitiv, also gerade mein Vater hat mich immer unterstützt und ja, meine Mutter war am Anfang immer klar, dass sie skeptisch war, sage ich mal. Sie wollte halt, dass ich auch viel Wert auf die Schule lege, aber ja, mittlerweile sind sie beide eigentlich sehr überzeugt und unterstützen mich zu 100% und stehen hinter mir. Wer inspiriert dich denn noch im Leben? Meine Freundin. Sie schlägt einen ganz anderen Weg ein. Sie ist selbstständig mit ihrer Familie und geht einen ganz anderen Weg. Und ich sehe immer, wie viel sie leistet an einem Tag. Da gibt es halt kein Limit. Die arbeiten auch mal zur Weihnachtszeit, arbeiten die auch gerne mal 10, 11 Stunden am Tag. Und ja, das begeistert mich auf jeden Fall. Und wenn es dir mal nicht so gut geht, also wenn du irgendwie merkst, boah, der Tag war Mist, ich habe echt schlecht gespielt oder bin nicht in Form, wer richtet dich dann wieder auf und wer treibt dich an oder was treibt dich an? Da muss ich auch meine Freundin herausheben, wenn ich mich mit ihr unterhalte, dann auch gerne über andere Themen und Dinge und dann kann sie mich immer wunderbar ablenken. Was sind andere Dinge und Themen, die dich noch begeistern, außer Fußball und Zahlen? Ich habe auch immer damals schon immer darauf geachtet, dass ich Freunde habe, die nicht unbedingt aus dem Fußballerkreis kommen. Sonst wird es immer zu viel und es sind immer die gleichen Thematiken, über die man spricht. Ich bin musikaffin, also möchte jetzt ganz gerne Klavier lernen, sprachenaffin, lerne so ein bisschen Italienisch momentan. Wow, alles parallel. Ja, man hat ja doch ein bisschen mehr Zeit, ne, übrig und versucht da einfach ein paar Parallelen reinzubringen, Abwechslungen und um auf andere Gedanken zu kommen. Welche Musik hörst du denn? Was magst du? Klar, jetzt so im Alltag, wenn ich im Auto Musik höre, ist es Hip-Hop, R&B. Aber klassische Musik habe ich jetzt so neu für mich entdeckt und möchte auch ganz gerne das Klavierspielen erlernen und eine neue Richtung, die ich einschlagen möchte.
Hast du Menschen, die dir Vorbilder sind, bei denen du denkst, boah, die Eigenschaften, die die mitbringen, die würde ich auch gerne noch haben? Ich würde da meinen Vater, glaube ich, herausstellen. Ein Mann, der sehr ehrgeizig ist, der an mein Ziel mehr glaubt als ich. Es gab auch mal schwierigere Phasen, sage ich mal, Verletzungen. Ich war mal länger verletzt, über 3 Monate. Und dann, was hattest du da? Ein Innenbandriss im Knie und war ich für eine lange Zeit raus. Dann war ich wieder gesund und ich war wieder wohlauf. Und dann habe ich mich, glaube ich, nach 2 oder 3 Wochen noch mal schwer verletzt und bin noch mal 3 Monate ausgefallen. Und dann kamen schon so die ersten Fragezeichen, so oh, mit den ganzen Verletzungen, bekommt man das noch hin? Wird man noch mal fit? Zum Glück ist es jetzt so und er war halt immer da und hat mich immer gepusht. Und aber das ist ja auch krass bei euch, ne? Also im Sport, da kann ja wirklich von einem Tag auf den anderen kann sich alles drehen. Hast du das Gefühl, du bist darauf vorbereitet? Mittlerweile schon. Früher war ich da ein bisschen blauäugiger, sage ich mal, als man noch ein Kind war oder jugendlich. Da hat man sich auch nicht so leicht verletzt, finde ich. Jetzt gerade, wo man ausgewachsen ist, kann es immer mal passieren. Und was macht dich dann glücklich im Leben? Dass ich gesund bin, dass ich meinen Sport jeden Tag ausüben darf, weil ich weiß, dass es ein harter und langer Weg war bis hierhin. Und es auch noch ein harter und langer Weg sein wird, aber dass ich wirklich die Disziplin bis jetzt gezeigt habe, immer dran zu bleiben, zu jedem Training zu gehen, mich immer weiterzuentwickeln, und ich glaube, das macht mich stolz. Gibt es denn Momente morgens, wo du denkst, boah, heute schon wieder Training, oder kommt das selten vor? Definitiv auch, gerade die Morgenseinheiten, wenn man dann schon um 9 oder um 8:30 gut ist, keine besondere Uhrzeit, aber für uns dann schon, weil man dann auf dem Platz steht. Da kann man dann auch mal das Kotzen kriegen, aber ich würde sagen, meistens ist man eher froh, dass man auf dem Platz darf und alles geben darf. Und wenn du dann abends so völlig ausgepowert da liegst und denkst, wow, heute war gut, dann fühlt sich das wahrscheinlich wieder besser an. Definitiv. Also es ist ja wie im Alltag auch. Meine Freundin geht auch mal ab und zu ins Fitnessstudio und dann geht sie in einen Kurs rein oder so. Und immer wenn sie dann hingeht, sagt sie danach immer, dass sie sich besser fühlt. Und ich glaube, das ist bei jedem so, wenn man alles gegeben hat und dann einfach nur sich kaputt ins Bett legt und der Körper einfach sagt, okay, jetzt kann ich wunderbar schlafen gehen. Das ist doch das schönste Gefühl. Und was ist dir wichtig in so einem Team? Also wann glaubst du, funktioniert es gut und welche Rolle magst du gerne in so einer Mannschaft einnehmen? Wenn man zum Beispiel merkt, dass jemand noch nicht im Spiel ist, ne, dass man dann als Mannschaft den sozusagen aufsaugen oder aufsammeln kann und ihn pushen kann und was man dann für Leistungssteigerungen hat teilweise. Ne? Wenn einer mal nicht funktioniert, aber die Mannschaft funktioniert, kann man am Ende immer noch gewinnen. Aber wenn der Einzelne im einzelnen Sport nicht funktioniert, dann ist es meistens sehr, sehr schwer, dass er irgendwas holt. Hast du ein Beispiel für einen Satz, den du dann jemandem mitgibst oder den du selber gerne hörst, wo du merkst, boah, der Satz, der hilft mir? Also der Satz, der mich immer so geprägt hat, ist einfach, verliere nie dein Ziel aus den Augen. Egal, was passiert, Verletzungen, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, Verletzungen oder Rückschläge, egal was ist, verliere nie dein Ziel aus den Augen. Was assoziierst du denn mit dem Buchstaben A? Anders sein. Man muss es nicht immer so machen, wie es einem vorgegeben wird oder vorgelehrt wird. Ich glaube, man muss seinen eigenen Weg finden. Und da sollte jeder stark genug sein und sich trauen und Mut beweisen. Hürden sind dazu da, um? Genommen zu werden, ganz, ganz klar. Also, ich kann mir keine Situation vorstellen, die man nicht meistern kann. Man muss einfach mutig sein und diese Hürden dann auch einfach überqueren. Wenn ich am Boden liege, dann? Stehe ich wieder auf. Egal wie viele Rückschläge man im Leben auch hat, man muss einfach weiter Gas geben. Und es gibt immer etwas, an dem man sich festhalten kann. Freunde, Familie oder Dinge, die man liebt. Und da muss man einfach dran festhalten. Mich motiviert jeden Tag? Ja, meinen Sport ausüben zu dürfen. Aufzustehen, gesund zu sein, machen, was ich möchte und einfach Freunde in meinem Beruf zu haben. So sieht mein Traumtor aus? Ja, einen Fallrückzieher würde ich auch gerne mal machen, muss ich mal sagen. Einen meisterschaftsentscheidenden Fallrückzieher. Genau, sowas in der Richtung. Dann wünschen wir dir den für die Zukunft und danken dir für das Gespräch. Danke auch.